Ich glaube, es gibt so viel Arten der Zusammenarbeit. Autorschaft heißt immer, dass man an der HFBK gibt, die Relevanz zu lernen, jede eigene Art der Zusammenarbeit, welche Gedanken die eigenen sind. Ich baue große Installationen. Es ist sehr handwerksbasiert. Oft entwickle ich Werkzeuge, die speziell auf eine Situation an einem Ort reagieren. Ich arbeite nicht in einem Atelier, sondern eben an den Orten, an denen die Ausstellungen passieren oder die Arbeiten auch für längere Zeit installiert werden. Die Geräte, die ich baue, die benutze ich nicht nur selbst, sondern involviere andere Leute. Also das können Volontäre sein, Studenten, Professionelle, die in dem Zusammenhang der Ausstellung eben vor Ort sind. Und die Dinge sind oft nicht klein, sondern sehr groß und recht komplex und gehen einen bestimmten Dialog mit der Architektur und der Situation ein. Ja, ankommen, und das gilt für mich, weil ich jetzt halt mein erstes Jahr hier mache, aber auch für die Studenten und mit denen halt eben diesen Schritt in diese Schule hier zu machen und in die etwas größere Kunstwelt, wenn man so möchte. Ich sehe meine Rolle in erster Linie darin, irgendwie die Augen zu öffnen und zu sehen, zu experimentieren, selber auch Dinge weiterhin zu lernen und mit den Studenten eigentlich einen Dialog erzeugen über die Kunst und mit der Kunst und miteinander. Das heißt, eigentlich hier sowas wie eine kleine Gesellschaft aufbauen, in dem sich die Studenten erstmal orientieren, um dann weiter in der großen Schule und dann später in der großen Kunstwelt ja, sich eigentlich zurechtzufinden. Die Arbeit in der Klasse ist ja, dass man nebeneinander, aber auch miteinander arbeitet, produziert, macht, diskutiert, sich zusammen Dinge anschaut und im besten Sinne auch einander hilft. Ein Verständnis dafür bekommt, was machen die anderen, was mache ich selber und was ist irgendwie mein besonderer Teil in diesem System, in dem ich hier jetzt stecke. Und das machen die Studierenden in erster Linie selbst, aber ich bin dann wahrscheinlich sowas wie der Komposer oder Dirigent, wenn man so möchte. Man soll die Freiheit in der Kunstschule genießen und auch das als einen Ort der Freiheit begreifen. Und das vollkommen ausleben, so gut es geht, und vielleicht daraus dann viele Momente und Energie schöpfen für das Leben dann nach der Kunstschule. Erstmal eine sehr gute Zeit, viele Erkenntnisse, viele tolle gemeinsame Erkenntnisse auch. Ja, dass sie viel experimentieren, viel erfahren, viel lernen und freudig in das nächste Jahr dann übergehen. Super. Vielen Dank. Dankeschön.